Bist du ja. Wieso? Ich war schon länger hier. Du warst weg. Ach, du bist einer, der länger hier gewesen ist. Ja, bin hier. Was ist hallo, Bockheide, hallo Welt. Da ist er wieder, der Matze. Und hier drüben, der Urlaubslutze. Der Lutze, wolltest du noch was sagen? Hat der jetzt irgendwie im Mund verboten? Nö, was? Ach, ich rede immer weiter, wenn du redest. Mir egal. Ah, so einer bist du also. Ja, also. Der Montag ist fast rum. Der Montag, ey, guck mal, das ist überhaupt nicht groß gemacht heute, aber wir können es trotzdem lesen, oder? Die Ferienzeit ist übrigens zu Ende. Jetzt geht's nichts mehr mit Ferien. Kannst du das noch lesen? Jetzt geht nichts mehr mit Ferien. Jetzt hat die Schule wieder angefangen und einen herzlichen Glückwunsch an die kleinen Schulanfänger, ja, die noch Spaß haben an der Schule, hoffe ich. Na, und sie, denen auch hoffentlich die Schule lang offen bleiben wird. Und natürlich freuen wir uns auch, dass die Zweitklässler nicht mehr die Erstklässler sind. Jetzt freuen die sich, dass sie nicht mehr die Kleinsten sind. Ach, es gibt ja auch die Flexunterrichter, die wissen ja aber nicht genau, wer ist manchmal. Ja, also wie gesagt, Schule geht wieder los. Ich habe aber noch Urlaub übrigens. Ach, dann können wir aufhören, tschüss. Ja, aber ich muss noch viel machen. Im Urlaub habe ich noch so viel Arbeit. Aber ja, wir müssen schnell machen, dein Beton wird fest. Los. Ja, genau, mein Beton wird fest, wir müssen schnell machen. Gruß der Woche nicht vergessen. Wen willst du grüßen? Ich grüße dich. Ha! Nee, das zählt nicht. Wieso nicht? Nee, ich bin ja eh da. Gut, dann grüßen wir alle Borkheiderinnen und Borkheider und alle Schulanfänger und alle, die Borkheide leiden können und alle, die gerade sich außerhalb von Borkheide bewegen. Und welche, die hier sind. Auch. Hat man die, die hier sind auch? Ja, ja. Hm. Und die Schwimmkinder, kommen wir gleich zu. Genau, Schwimmkinder, Seepferdchen. Ach, da haben wir es ja schon. Ja, Seepferdchen. Der Seepferdchenkurs. Lutze, hier, blend mal das Bild ein. Das ist zwar klein gehalten, man sieht nicht viel, aber ja, wir haben es doch echt geschafft. Enrico Kaiser hat ein bisschen rumgefragt und hat sich da ein bisschen engagiert und hat es doch möglich gemacht, zusammen mit dem Marcel Nitzke über den Landesschwimmverband einen Seepferdchenkurs zu organisieren, den wir direkt erstmal unseren Vereinsmitgliedern angeboten haben. Bis zu 10 Kinder konnten teilnehmen. Und nachdem sich aus dem Vereinsleben 8 Kinder über die Eltern gemeldet wurden, haben wir dann natürlich noch 2 Kinder außerhalb des Vereins mit zu dem Kurs gelassen. Und man kann schon sagen, übrigens herzlichen Glückwunsch, nach einer Woche haben wir schon das erste Seepferdchen bestanden. Sie weiß es nur noch nicht, das kriegt sie heute Abend erst gesagt, heute Abend am Montag. Und die dürfen schon Rettungsschwimmen? Die dürfen dann schwimmen und würden auch im Notfall vom Rettungsschwimmer gerettet. Ja, wenn denn einer da ist. Genau. Und ansonsten sieht es im Kurs eigentlich ganz gut aus. Also die Erfolgschancen sind durchaus gegeben. Also herzlichen Dank nochmal an die Organisatoren. Und wir als Team vom Waldbad stellen natürlich das Becken für so eine Aktion, dass unsere Kinder endlich wieder schwimmen lernen können, sehr gerne zur Verfügung. Genau. So. Ich bin gut drauf bei sowas. Richtig. Ich hatte schon viel schlechtere Laune dieses Jahr. Kannst du gleich weitermachen. Rettungsschwimmer, ja. Da gibt es natürlich auch nochmal den Aufruf aus dem Waldbad. Denn über die Jahre sind aus unseren 18 Rettungsschwimmern, die wir mal hatten, natürlich auch durch Wegzug, Schule, Ausbildung, Arbeit, sind ungefähr noch 10 Rettungsschwimmer geworden. Und wenn das so weitergeht, haben wir nächstes Jahr vielleicht noch 8 Rettungsschwimmer. Und wir sind ja auch ein Verein. Und das eine im Verein ist, dass man da auch die Eintrittskarte zum Bad hat. Aber im Vereinsleben muss man sich auch manchmal ein bisschen engagieren. Und deswegen ganz dringend und ganz nachdrücklich der Aufruf, liebe Eltern, versucht eure Kinder zu Rettungsschwimmern zu machen, weil das ist das Einzige, was uns hier am Ort hilft, dieses Bad am Ende aufrecht zu halten und auch öffnen zu können. Es hilft nichts, einfach nur zu sagen, Mensch, die Eintrittspreise sind ja billig, so für ein Kind in der Familie oder 20 bis 25 Euro im Jahr. Aber wenn da nichts mehr nachkommt, dann haben wir hier einen Glanzpunkt im Ort, den wir irgendwann verlieren werden. Und das wollen wir eigentlich nicht. Und deswegen motiviert eure Kids zur Ausbildung, denn im Sommer kann man hier sein Geld verdienen. Auch die Junior-Rettungsschwimmer ab 14 Jahre, wenn die Rettungsschwimmer Bronze haben, können bei dem hauptamtlichen Rettungsschwimmer beisitzen und können dort die Aufgaben sehen und erlernen und sehen, worum es geht, können den Rettungsschwimmer unterstützen und können dann, wenn sie 18 sind und den Rettungsschwimmer Silber haben, auch hauptamtlich hier tätig werden in den Ferien und das Geld hier vor Ort verdienen und den Ort unterstützen. Warum guckst du so komisch? Ja, weil ich gerade überlege, ob das dann seriös ist, wenn wir jetzt die Eltern auffordern, Rettungsschwimmer zu machen. Viele kleine Rettungsschwimmer. Das kannst du nehmen, wie du willst. Die können auch noch mehr Rettungsschwimmer machen. Das ist mir auch recht. Also macht Rettungsschwimmer. Macht Rettungsschwimmer aus euren Kindern oder mit oder über eure Kinder. Keine Ahnung. Egal. Und wendet euch bitte, Lutze, blende es hier gerade nochmal ein, rs-planung@waldbad-borkheide.de. Da ist die Heidi Goldmann am anderen Ende der E-Mail-Leitung. Und die kann euch über alles informieren und die nimmt dann auch Kontakt zu euch auf, wie das bei uns im Verein so funktioniert. Und auch wir als Waldbad unterstützen die Ausbildung
der Rettungsschwimmer. Also wenn da ein paar zusammenkommen, kriegen wir da schon auch Unterstützung gewährleistet. Das machen wir gerne. Jo. Wie lange hat Waldbad noch offen? Wir haben jetzt noch, glaube ich, 5 Wochen geöffnet. 5 Wochen noch. Es hängt natürlich auch vom Wetter ab. Wenn jetzt die erste September- und die zweite Septemberwoche im Dauerregen sich befinden, dann ist natürlich mit Verlängerung der Saison oder vielleicht Öffnung sieht es ein bisschen schlecht aus. Sollte es im September unerwarteterweise noch richtig heiß werden, das haben wir in den letzten Jahren auch schon gemacht, dann können wir auch mal um eine Woche verlängern. Aber wie gesagt, das hängt vom Wetter ab und dieser Sommer, der ist im Moment, kommen wir nachher zu, nicht gerade so der Vorzeigesommer, aber der eine mag so, der andere so. Genau, das ist immer ganz angenehm, wenn wir nicht 30 Grad haben, aber es wird ja wieder ein bisschen wärmer, aber da können wir nochmal drüber reden. Weil wir jetzt beim Sport waren, weil Schwimmen ist nämlich Sport, ja, und ja. Seepferdchen reiten auch, ja. Hm? Aber unter Wasser fangen wir gleich nochmal wieder weiter mit Sport an. Aber guck mal, den nehmen wir hier zum Schluss. Und jetzt gehen wir mal bei denen, weil der ist noch ein bisschen früher. Wo? Fußball. BSV 90 bleibt sich treu. Leider. Ja. Hat ein Freundschaftsspiel gehabt gegen SG Samun 2 und haben sich in der 90. Minute eine einkellen lassen. Damit haben sie das Spiel 0-1 verloren. Mehr wissen wir nicht, außer dass es zwischendurch noch zu einem medizinischen Notfall kam, der dann aber auch über die Rettungsdienste abgewickelt wurde. Kurze Spielunterbrechung und die Zeit wurde am Ende nachgespielt. Genau. Und für den BSV 90, also für die Fußballtruppe, geht's los am 15.8. ab 15 Uhr. Erstmal gute Besserung. Ja, natürlich. Das ist. Nichts vergessen. Ja, habe ich vergessen. Ja, ich nicht. Du aber nicht. Ich rede ja rein. Das steht hier nicht. Ach so. Ich kann nur das sagen, was da steht. Ja, okay. Also, regulärer Spielbetrieb fängt an. Am 15.8. um 15 Uhr geht es gegen Niemek. Grün-Weiß. Grün-Weiß. In und Niemek. Ja, wir drücken die Daumen, dass sie mit einem Punkt wiederkommen oder 3. So. Oder 3 oder so. Und weil wir beim Sport waren, bleiben wir noch dabei. Und zwar geht es dann weiter am 4.9. Matze. Am 4.9. ist noch ein paar Tage hin, aber man kann ja schon mal darauf vorbereiten. Einweihung des Schulsportplatzes, nämlich der linke Bereich auf dem Sportplatz, auf dem Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportplatz hier in Borkheide. Ist neu gemacht, genau. Ist neu gemacht, sieht auch schick aus, muss ich sagen. Auch von der Farbe her ist diesmal grün und nicht in so einem Rot. Dann gibt es gleich einen Spendenlauf um 10 über die Schule organisiert. Danach 10.45 Uhr die offizielle Einweihung und Eröffnung des Schulsportplatzes. Daraufhin erfolgt um 11 Uhr das Sportfest, was sonst, glaube ich, immer im Frühling stattfand. Dort können Sportabzeichen abgelegt werden, Fußballabzeichen BSV 90. Das lassen wir uns nochmal erklären, was das ist. Oder du weißt es, was ist ein Fußballabzeichen? Kann man da auch irgendwas? Wir brauchen Informationen. Was ist das Fußballabzeichen? Ich denke mal, da werdet euch sicher mal bei uns melden. Keine Ahnung. Dann 13 Uhr folgt das Talentefest, durch die Schule organisiert. Und 15 Uhr Drachenfest auf dem Sportplatz, Familienzentrum, denke ich mal. Und mobile Jugendarbeit. Und mobile Jugendarbeit. Mobile Jugendarbeit. Ja. Aber das ist ja immer so dafür da, dass man auch das findet. Nee, dass man, also das ist der Beweis dafür, dass man es aufmerksam gelesen hat. Genau. Und nicht so überflogen. Und es folgt, jetzt weiß ich auch nicht genau, wo es stattfindet, aber ich denke mal an eine Schule. Könnte sein, das weiß ich nicht. Der besondere Abend, da kriegen wir aber garantiert auch nochmal Informationen, wo das genau stattfindet. Ab 18 Uhr mit Ludo Reinhardt. Genau. Ende circa 20 Uhr. Ja. Und damit wir nicht verhungern und verdursten, habe ich da gelesen, für das leibliche Wohl ist gesorgt. Das ist doch schon mal schön. Wo sind wir jetzt? Gut, jetzt kommen wir, ja, wir sind durch. Ich glaube, das war's jetzt. Erstmal kurz und kompakt. Jetzt können wir noch mal was dazu sagen, ob das Wetter schön wird oder nicht. Schön regnet so 2 Abende jetzt, ne? Samstag und... Ja, nicht zu doll, aber... Gestern? Ja, ist ja immer nicht so viel. Ja, sieht immer höher aus. Morgen kommt noch mal der Rest vom Tiefausläufer und... Bringt sich noch ein bisschen aus, aber auch hier 2 Liter bei uns, das ist nicht viel. Danach gibt es einen Temperaturanstieg wieder bis Freitag und da könnten durchaus 29, naja, mal gucken, 30, ah, der kommt mit. Ziehst du 2 ab, dann passt es wieder. Wird es nochmal schön warm und auch mit weniger Niederschlag. Ne? Aber zum Wochenende dann wieder bei 25, 26 Grad, das ist viel angenehmer als 30 Grad. Angenehm. Viel angenehmer als 30 Grad. Genau. Jo, und das war's schon, Matze. Kurz und knapp. Sind wir kurz und knapp einfach mal durchgeschleust heute, weil tatsächlich muss noch was tun. Ich habe noch viel Arbeit heute.
manchmal, das gibt tatsächlich mal Tage, wo man sagt, oh, jetzt mal schnell das Video machen, ich habe gar keine Zeit. Genau, und dann betonierst du nämlich deinen Garten zu, dann muss er nicht mehr Rasen mähen und hat einen großen Top grüne Farbe, pinselt den ganzen Boden an und da ist für den nächsten. Ja, was du nicht erzählt hast, ist, ich muss vorher noch mit der Nadel lauter kleine Löcher reinpieken und da kommen immer grüne Baumwollfäden rein, so, damit das aussieht wie Rasen. Ich dachte, du pinselst das einfach. Nee, das ist nur dazwischen. Das sieht von oben gleich aus. Dann so ist weicher, Millimeter, ne? Ist weicher, so ja. 4 mm oder 4 cm lange Baumwollfäden. Und dann baust du noch ein paar Löcher für Minigolf gleich rein. Dann haben wir hier Freizeitsport. Da nicht gesehen. Jo, das war mein lieber Matze. Das war's. Kurz und knapp, wie gesagt, muss noch was tun. Diesen Montag hier vor der Kamera. Matze und Lutze, wir sehen uns nächsten Montag wieder. Und tschüss. Tschüss. Ja, ist gut. Aus. Sitz. Platz.